Kann mir jetzt einer erklären, wieso, ohne Leichtschein, kann mir bitte einer erklären, wieso im Haus, also wieso im Haus von Lysander, in Lysanders Haus, also Haus von Lysander, bitte, liebe Entwickler, wenn ihr schon schreiben müsst, dass es sich dabei um ein Haus handelt, ne, und nicht um eine Mietwohnung oder sonst was, ja, wenn ihr unbedingt Haus schreiben wollt, dann schreibt doch bitte Lysanders Haus und nicht Haus von Lysander, das klingt so grässlich. Meine Güte, und wieso ist hier ein Footballspieler drin in diesem Haus? Kann mir das mal einer erklären? Was ist das? Oh, eine Zielscheibe, cool. Wow, jetzt können wir Biathlon spielen oder sowas in der Art. Ach ja, sei ruhig. Ich denke mal, diese Zielscheibe wird eh kaum jemand verwenden oder so. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Nein, hast du nicht. Ey, ich wollte nur einmal mit dir sprechen. Also eigentlich gar nicht, aber ich habe es jetzt getan. So, wir gehen noch mal schnell ins Pokémon Center. Und wir spielen auch noch ein bisschen weiter, keine Sorge. Ich weiß jetzt nicht, wie. Also ich glaube nicht, dass wir die Arena schaffen, aber vielleicht kommen wir ja bis zum Arenaleiter oder so. Mal sehen, wie weit wir hier vorankommen. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, eine Eisattacke wäre natürlich sehr, sehr sinnig. Oder eine Drachenattacke. Da nicht. Sondern hier steht wahrscheinlich dasselbe wie auf dem. Nee, okay. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir hier agieren werden in dieser Arena. Aber wir gehen erstmal rein. Und lassen uns von Guido ein Tafelwasser geben. Und ich kann schon mal die Arena ein bisschen erklären. Also man muss hier auf Schalter treten. Und das hat dann, glaube ich, wieder zurück. Das hat dann hier die, ach so, dieser Schalter wurde bereits aktiviert. Ja. Und dann verschieben sich hier Platten. Aber an der Stelle werden wir erst einmal sehen, wer denn hier irgendetwas ausrichten kann. Wir haben unseren Clown, der hat doch, der kann auch Drachenklaue erlernen. Ja, wir haben momentan nichts, das effektiv ist. Ich werde mal gucken, ob ich etwas per TM beibringen kann. Ansonsten könnte die Arena in der Tat ein bisschen doof werden. Wenn ich irgendwie irgendeine kleine Eisattacke. Es gab doch schon eine Eisarena. Die muss ja gar nicht unbedingt so stark sein. Danke, Klau. Tap, 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 Eises Odem. Volltreffergarantie. Stärke 80 hat sie sozusagen. Kann kein Volltreffer landen. Aber es wäre ja schon mal was. Eises Odem. Und das Spiel laggt. Aber das ist normal, dass es in diesem Menü laggt. Also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen drüber. Was ist mit Drachenklaue? Gibt es die hier noch nicht per TM? Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber okay, dann werde ich mal sehen, dass einer Eises Odem erlernt. Und ansonsten werden wir halt mit Angriff agieren, dass wir halt mit sehr großem Angriff kommen. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Nein, kann auch niemand lernen. Perfekte Bedingungen für eine Arena, ja. Schön. Das ist jetzt echt schön, diese Arena. Das kann was werden jetzt. Ich hätte gedacht, dass wenigstens Hasslon also zu Odem erlernen kann, aber auch der nicht. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns irgendwie ein bisschen durchkämpfen. Aber ich denke mal, vom Level her könnten wir das eigentlich ganz gut packen. Ich meine, der ist jetzt 41, wir sind 6 Level schon mal drüber. Und ich denke mal, wenn ich mit Schaufler zum Beispiel agiere, mit einer. Obwohl Bona kein Step. Muss mal gucken, was ist denn auf Drachen alles nur halb effektiv? Elektro in jedem Fall. Weiß ich an der Stelle gerade gar nicht alles auswendig, so 1 zu 1. Aber ich weiß eben nur, dass Eis und Drache eben sehr effektiv auf Drache ist. Aber beides haben wir nicht als Attackentypus. Was verdammt nochmal nicht gut ist. Aber okay. Autsch. Autsch. Ja, man kann durchaus sehen,
dass diese Arena gewissermaßen nicht unbedingt auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Ich werde nochmal sehen, dass wir ein Mittel finden gegen den Arenaleiter, denn so könnte das wirklich ein bisschen knapp werden. Und diese Arena ist eigentlich nicht gut. Und jetzt sind wir tot. Also vom Anspruch ist sie nicht so hoch und wir haben es gerade nicht getötet aufgrund der Fähigkeit von Clown, dass eben alle seine Statuswerte sinken, sobald er eben nur noch die Hälfte seiner KP hat. Aber das ist wirklich so derbe wenig erzählt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja. Mit Spukball ist es dann auch tot. Also ich werde mir die Schwachstelle hier ansehen, wie wir das schlagen können und eventuell, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nur eine TM übersehen oder man kann sie irgendwo erwerben oder so, dass wir vielleicht Drachenklaue hätten, denn ich weiß ganz sicher, dass Clown sie, soweit ich weiß, lernen kann, Drachenklaue und ja, die guten Eis-TMs gibt es natürlich erst nach der Liga, nach den Top 4. Müssen wir mal schauen, wie wir hier arbeiten werden. So, in der Regel gibt es hier erstmal nur einen Weg. Und jetzt haben wir hier zwei Abzweigungen. Hier kommen wir nicht weiter. Also müssen wir jetzt nach rechts. Wow, das hätte sich niemand gedacht. Und hier ist eine weitere... Das sind Ast-Trainer, glaube ich, ne? Jo, sind Ast-Trainer. Gab es nicht früher mal irgendwie Drachen? Irgendwas? Bin ich mir ziemlich sicher. Und wir sind jetzt zum ersten Mal Kapuno. Kapuno ist ein richtig, richtig starkes Vieh. Das hat noch einen Zweityp. Unlicht hat es als Zweityp. Da müsste Kampf hier sehr effektiv sein. Und Käfer, ich weiß nicht, kann sein, dass Käfer nur halb auf Drache ist, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir greifen einfach mal mit Inferno an. War so klar. Jetzt kommt es auch nochmal Kraftschub. Dieses Ding ist scheiße stark. Aber man findet es erst in der Siegestraße. Und es entwickelt sich erst in seiner Endform auf Level 56. Soweit ich weiß. 56, also fucking spät. Und du greifst jetzt bitte mal an. Dankeschön. Inferno, Stärke 100 mit Step. Das müsste es eigentlich töten. Weil es noch in der ersten Stufe ist, Kapuno. Nein, reicht nicht. Aber es brennt. Achso, es ist auch nicht sehr effektiv. Okay, Feuer ist nicht sehr effektiv auf Drache, wieder was dazugelernt. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Ja, aber es ist tot. Also es passt. Nicht sehr sinnvoll, aber mit dem hohen Level ist es im Endeffekt auch tot. Dab, dab, dab. Jetzt haben wir hier, glaube ich, einen Schalter, auf den wir... Ne, der auch schon aktiviert ist. Sind ja alle schon aktiviert. Ah ja, hier ist ein Schalter, den wir jetzt aktivieren müssen. Und dann hebt sich hier diese eine Klaue nach oben. Und dieser komische Kopf. Moment, nein. Gar nicht, die Klaue geht... Ach. Ich glaube, der Kopf ist jetzt... Der Kopf ist abgeknickt und die Klaue ist dafür runtergegangen. So oder so ähnlich. Da kommen wir ja nur wieder zurück. Und ich, was ich natürlich auch prompt gleich tue. Und lass mich raten, wenn ich da jetzt drauf gehe, verschiebt sich das wieder in die falsche Richtung. Ja. Und jetzt ist der Kopf nämlich irgendwo im Nirgendwo. Und jetzt renne ich da wieder drüber. Ich wollte eigentlich erstmal den Schalter rechts. Aber es ist okay. Wir haben ja Zeit. Und jetzt sehen wir zum dritten Mal diese tolle Animation. Und da oben sehen wir schon den Arenaleiter. Oder ist das nur ein Trainer? Ich weiß es gar nicht. Naja, da müssen wir gleich drauf springen. Erstmal geht es hier weiter und... Ja, dann geht es gleich da weiter. Ich glaube, das sind so drei Ebenen, dass man eben dreimal diese Köpfe in die richtige Position bringen muss und dann eben oben ist. Das ist eine relativ komplexe und auch eine vom Raum her, denke ich, sehr, sehr große Arena zu vergleichen mit der Eisarena. Währendgegen ja einige andere Arenen doch eher klein gehalten sind. Auch von den Rätseln zum Beispiel die erste Arena, die ja nur aus drei kleinen Räumen mit Vorhängen besteht. Und hier diese riesige Halle mit irgendwelchen verschiebbaren Drachenstatuen, das ist... gewissermaßen interessant. So, du bist jetzt aber nur Drache. Das heißt, da können wir doch eigentlich mit Spukball angreifen. Bumm. Jo, und das hat auch gereicht. Dank des hohen Spezialangriffswerts von unserem Leon, den ich an dieser Stelle auch grüßen möchte. Und ich hinterlasse ohnehin noch mal ein paar Grüße. Ich grüße euch alle.
Ach, ich grüße jetzt alle. Nein. Ich grüße meine Clan-Kollegen. Meines neuen Clans, der ganz cool ist. Viel cooler als alles andere, was ich jemals hatte. Nein. Und ich grüße an der Stelle Mr. Marco Teppich. Und ich grüße Leon. Und ich grüße meine Abonnenten so oder so. Und ich grüße explizit auch mal Matti, den ihr alle gar nicht kennt. Ihr wisst überhaupt nicht, wer Matti ist. Matti war mal der Leader meines alten Clans, der jetzt aber tot ist. Also nicht der Leader, sondern der Clan. Und jetzt geht diese Kralle auch hoch und der Kopf verschiebt sich dann dafür nach oben. Und wir können hier weitergehen. So oder so ähnlich. Und dann können wir hier einmal schön außen rum gehen und das ist der nächste Trainer. Es gibt einige Trainer in dieser Arena, ich glaube 6 oder 7 an der Zahl. Also wesentlich mehr als in den bisherigen Arenen. Ich erinnere nur an einen Fight in Pokémon Perl, Platin, Diamant und einen. Ah, ich überlege gerade, Soul Silver, der erste Arena-Leiter, das war der Flug-Arena-Leiter. Ich weiß aber gerade nicht, wer hieß. Wenn man das mal vergleicht, die hatten jeweils nur 2 Personen oder ich glaube sogar nur eine Person in ihrer Arena und da war der Kampf dann auch noch freiwillig gegen die. Da könnte man alternativ außen rumgehen. Und wenn man das mal hiermit vergleicht, muss man sagen, ja, der Anspruch ist schon gestiegen. Das Nervige an diesen Arenen ist ja, sobald man einmal rausgeht, muss man diese scheiß Rätsel wieder nochmal machen. Und ich denke, ich werde mich einmal heilen müssen, wenn ich mir das so angucke. Oder ich arbeite mit Beleber, das weiß ich noch nicht, aber wir brauchen die Kohle. Ich weiß noch nicht wofür, aber Kohle ist eigentlich immer ganz cool eigentlich. Geld, ja bitte. Oder so. Ich weiß es nicht. So, jetzt geht der Arm erstmal runter. Das heißt, der Kopf senkt sich nach unten. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich beide Schalter noch einmal aktivieren. Und aha. Wieso stehst du da? Wieso stehst du nicht auf einer Plattform? So wie jeder andere auch. Nein, er versperrt stattdessen den Weg und es handelt sich hier um einen Veteran. Der ist wahrscheinlich demenzkrank und weiß nicht, wo er hin muss. Ich habe keine Ahnung. Ein Schadrago haben wir an der Stelle auch noch nicht gesehen. Ich bleib bei Spukball, weil das so ein ganz gutes Mittel ist, bilde ich mir ein. Ich denke, damit werden wir dann auch in der Arena arbeiten, abgesehen jetzt gegen Kapuno. Beziehungsweise kann sein, dass der auch schon die zweite Form von dem Vieh hat. Und ja, passt schon. Irgendwie werden wir das hier auch schaffen. Ich denke mal, aufgrund unseres doch ziemlich hohen Levels wird die Arena auch kein Problem sein. Und ich mache mir wahrscheinlich einfach nur viel zu viele Sorgen. Damit wäre Veteran Karel geschlagen. Yay! Und dann wechsle ich vorne nochmal das Pokémon. Wir werden Hessler nochmal ein bisschen zum Zuge kommen lassen. Ich glaube, der konnte in diesem Part erst einmal angreifen oder so. Und von dem wollen wir auch ein bisschen was haben. Was bringen diese Schalter hier? Die sind doch schon aktiviert. Hätte man sich doch auch eigentlich sparen können, aber okay. So, jetzt geht die Klaue hoch. Genau, der neigt sich nach rechts. Das heißt, wir können da gleich rechts lang gehen hier und dann können wir auf die rechte Seite drauf fallen. Nehme ich jetzt mal an. Ach nein, es geht erstmal. Oh, wo sind sie denn jetzt lang? Aha, noch ein Trainer. Es sind, glaube ich, doch mehr als 6, 7. 8, 9 Trainer?